In Super Paper Mario erlebt man ganz schön was. Das haben wir die letzten Parts gesehen. Mal sind wir gestorben, mal ist eine Welt gestorben, dann ist ein reines Herz, das eigentlich schon kaputt war, doch wieder, ja, normal geworden und das in der Hölle. Wir sind von der Hölle nun wieder im Diesseits und ja, ein bisschen verwirrt. Und das versuchen wir jetzt erstmal ein bisschen zu entspannen, indem wir ein kleines Sidequest einleiten. Und zwar mit Merlee. Um dies einzuleiten, muss man mit ihr sprechen. Allerdings nicht vor der Kristallkugel, sondern dahinter. Oh, du kommst gerade recht. Meinem Herzen geht es schlecht. Eine Frage habe ich nach einem Gefallen für mich. Wäre das ein Problem für dich? Nee. Danke vielmals, danke sehr. Ich wusste, dein Wesen ist her. Neulich war ich tief bewegt, hab die Kugel glatt verlegt. Ich benutze dies Substitut, doch das gefällt mir gar nicht gut. Wer lieblich, so denke ich, hat wohl noch eine Kugel für mich. Gehe zu ihr und frage sie schnell nach einer Kugel, bevor ich eine bestelle. Du weißt, wo mir lieblich sich befindet? Dort, wo der Weg zum Außenbezirk sich windet? Danke vielmals, danke sehr. Ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht, wer das ist. Mehr lieblich. Da das jetzt sowieso sowas ähnliches ist wie in Paper Mario 2, die Verfolgung von diesem Bob Omb da, wird das ja so oder so geschnitten. Von daher sehen wir uns gleich bei Mehr lieblich, wenn ich gegoogelt habe. OMG, eigentlich sagt es ja schon der Name. Es ist in Flipstadt quasi die Parallelstation, ebenfalls eine Wahrsagerin. Schwester von Merlee wahrscheinlich. Ich habe euch erwartet. Ihr wollt etwas über eine Kristallkugel wissen? Ja. Keine Angst, ich bin mir lieblich. Vorhersagen sind mein Beruf. Ihr kommt von Merlee, oder? Ja, die Kugel ist bereit. Hier, bitte. Aber wartet, erst müsst ihr noch etwas für mich erledigen. Ich will etwas fitter werden und trainiere dafür. Ein Bekannter meinte, er hätte da ein nützliches Trainingsgerät für mich. Aber ich habe so viel zu tun, dass ich ihn noch nicht besuchen konnte. Der Bekannte, von dem ich sprach, ist Sophustus, der Dimensionsweise. Ihr würdet mir wirklich helfen. Könntet ihr wohl das Gerät für mich beim Abholen? Boah, ich hab voll die Grippe. Wer das für mich tut, gebe ich euch die Kristallkugel, ja? Sein Haus ist in der Straße von Lineria, hinter dem roten Tür. Dings des Flipstadt-Turms. Danke für eure Hilfe. Ja, wir werden weitergeschickt. Nutzen hier die rote Rückzugsröhre, um abzukürzen. Und eigentlich können wir da auch gleich zu diesen, wenn ihr euch erinnert, vielen Gegnern hingehen, die wir dann mit der einen, ja, Schnelligkeitsblume gekillt haben und dafür eine Menge Punkte abgesahnt haben. Ich meine, warum nicht, ne? Wir können jedes Level gebrauchen und so, ne? Also warum nicht? Ja, auch in Kapitel 1 ist selbstverständlich die Lehre angekommen. Und das nicht zu knapp. Gibt's hier noch irgendwo einen Pilz für mich? Das wäre sehr sozial. Oh yeah. Like that. Hier konnte man erst rein, wenn man die 3D-Fähigkeit von Sophustus bekommen hat. Da sind wir auch schon bei ihm. Ging ja ganz schnell. Ne? War letztens ziemlich assi zu uns. Ich hoffe, das ist jetzt anders. Ah, unser aller Held. Was bringt dich in die Nähe meiner blendenden Aura, ne? Woher weiß eigentlich, dass Luigi einer der Helden ist? Das ist erst seit einem Part bekannt. Na gut, ist wahrscheinlich ein treuer Abonnent. Ja klar, habe ich dich abonniert. Ja, super. Gibt's doch immer Daumen hoch? Selbstverständlich. Und ein Favo. So mag ich das. Aber zurück zum Spiel. Du bist also wegen der Übungseinheit von mir lieblich hier, ja? Ja, natürlich kenne ich solch eine Maschine. Normalerweise würde ich eine solche Frage gar nicht akzeptieren, aber du bist der Held. Also gut, Held. Ich muss dich um etwas bitten. Ich habe Onkel Pass auf, den Bürgermeister von Altsteinstadt,
etwas Bestimmtes geliehen und du müsstest es für mich zurückholen. Ich habe ihn schon etliche Male drum gebeten. Aber für ihn muss es wohl sehr wertvoll sein, denn er hat es nie zurückgegeben. Bringst es mir zurück, werde ich dir die Übungseinheit überlassen. Frag ihn einfach nach dem... Du weißt schon, er wird wissen, was gemeint ist. Und jetzt los mit dir. Moment mal, irgendwie habe ich das Gefühl, hier geht es um Porn. Oder zumindest um den Playboy. Was zum Geier. Also ich meine, wenn die schon so ein Tamtam drum machen, oder? Oh, was fällt dir eigentlich ein, Warsch? Sorry, guys, aber die Tempoblume war aus einem mir völlig unbekannten Grund nicht an der Stelle, wo sie eigentlich sein müsste. Wahrscheinlich war es ein Bug oder so. Oder die ist nur einmal da. Weiß nicht. Aber auf jeden Fall schulde ich euch noch ein Secret in 1-2. Das habe ich damals nämlich nicht gefunden, sondern nur die Tür, wo man dann rauskommt. Und habe versprochen, ich werde es euch noch zeigen. Und somit zeige ich es euch. Relativ am Anfang kann man hier nach links gehen. Und kommt dann hier hinten raus. Und da ist eine Truhe. Mit einer Para-Cooper-Karte. Ja, das war's auch schon. Wann kommt man hier raus? Kennen wir ja. Wir sehen uns bei Onkel Pass auf. Bin da. Du bist es. Ich habe dich gesucht. Du musst etwas für mich tun. Was? Pass auf. Gib mir nicht dieses nicht schon wieder Gesicht. Also pass auf. Spitz die Öhrchen und halte deine Futterlocke geschlossen. Also das war so. Diese schräge Lady erschien in meinem Traum und begann zu erzählen. Und zu erzählen und zu erzählen. Keine Ahnung, und um was es ging. Ich habe nur auf die Titten geschaut. Und ja, sie sah so aus. Keine Ahnung, wo ihr Problem liegt, aber oh, lange halte ich das nicht mehr aus so. Also runter von meinem Teppich und helf dieser Lady, Mann. Vielleicht hält sie dann endlich die Klappe. Wenn ihr der Lady behutsam die Frontluke schließen könntet, bitte. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich musste das hier noch geben. Papier. Okay, Platz für ein Autogramm. Sie ist schon so lange in meinen Träumen. Ich bin fast schon ein Fan. Bringt sie dazu, das zu signieren. Und lasst euch dann nicht stehlen. Passt auf. Ja, und wie wär's mit dem Stift? Naja, den kann Mario dann schon herzaubern. Das sah ganz nach dieser einen... legendären Person aus dem Kapitel 1-4 aus. Daher sehen wir uns dort auch gleich wieder. Mann, ist das lame, die ganzen Kapitel nochmal zu machen hier. Vor allem durchs Verlies jetzt bei 1-4. Aber wir sind da. Bitte was? Hallo? Wo bist du? Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, ich krieg jetzt hier einen Anfall und die ist nicht da. Unser Held, du bist also hier erschienen? Ich bin es, Merlumina. Ein Vergnügen, dir wieder einmal begegnen zu dürfen. Wie bitte? Was ich immer noch hier mache? Ich habe 1500 Jahre geschlafen, um dir dann das reine Herz zu geben. Danach hatte ich Lust auf ein schnelles Nickerchen. Irgendwie klappte das aber nicht. Vielleicht zu viel Schlaf zuvor. Selbst nach der Lektüre eines Buches war ich immer noch nicht müde. Ich dachte, wenn das so weitergeht, werde ich zu einem Phantom. Also begann ich, Schafe zu zählen. Nach 100.000 Schafen gab ich auf. Als nächstes kroch die Frustration in mir hoch, nicht schlafen zu können. Um diese loszuwerden, sandte ich sie zu einer Person via Telepathie. Ich hoffte, jemanden in der naheliegenden Stadt zu erreichen. Als Single habe ich diese Methode verwandt, um Männer kennenzulernen. Ja, dass sie eine geile Sau ist, das haben wir ja schon mal erfahren. Ich war damals eine ganz wilde. Oh ja. Einmal habe ich es geschafft, drei Männer gleichzeitig zu...
Okay, ich glaube, wir schweifen wieder aus, wie damals. Ja, es ist besser, dass es zensiert wird. Ja, und so haben sie mich ja. Schön, die Geschichte, oder? Rührt das nicht an was in der Hose? Die Menschen in diesem Jahrtausend haben einfach kein Mitleid. Aber zurück zu meiner eigentlichen Geschichte. Frustration durch telepathische Streiche loswerden, das war der Plan. Es funktionierte aber nicht. Die empfangende Person hatte einfach keinen Draht. Das machte mich nur noch trauriger und frustrierter. Allerdings realisierte ich hierdurch etwas anderes. Vielleicht war der Grund meiner Schlafprobleme meine Traurigkeit. Und dann fiel es mir ein. In meiner Kinderzeit wurde mir immer Schlaflieder vorgesungen. Meine Mutter war immer in der Nähe, wenn ich versuchte einzuschlafen. Sie hielt meine Hand und sang mir sanfte Lieder. Natürlich musste jemand anderes diesen Job nach meinem Auszug übernehmen. Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich damals ziemlich begehrt war. Letztendlich fand ich 4 Männer, die meinen Ansprüchen genügten. Okay. Von diesem Tag an war mein Leben mein einziges langes, weiß schon. 4 Männer sangen mir Schlaflieder und wieder zensiert. Und an diesem Tag drängten sich Dutzende hierher, um Lebewohl zu sagen. Ihre Stimmen waren das Schlaflied, das mich 1500 Jahre schlafen ließ. Aber jetzt ist keiner mehr da. Ich bin ganz allein und kann nicht schlafen. Ich fühle mich so allein, es ist so schrecklich. Ich halte das nicht aus. Und du bist schon wieder eingeschlafen. Ich verstehe dich nicht. Ernsthaft, ich schütte dir hier mein Herz aus. Und du... Oh. Dieses ganze Reden macht mich etwas schläfrig. Und immerhin fühle ich mich auch nicht mehr so einsam, seit du hier bist. Vielleicht kann ich ja jetzt einschlafen. War das etwa die ganze Zeit dein Plan? Das ist brillant. Ja. Ja, schön gemütlich. Jetzt könnte es klappen. Danke, großer Held. Zeit zum Schlafen. Und wir brauchen doch ein Autogramm. Was gibt es denn? Musst du mich jetzt stören, wo ich gerade wieder müde war? Sucker. Was? Autogramm? Ach, gerne doch. Reich mir doch bitte das Papier dort. Wo hast du dir das Papier gegeben? Dann wollen wir mal. Ein Hoch auf den Helden, gezeichnet per Lumina. Und fertig. Und noch ein Küsschen ans Ende. Perfekt. Gefällt es dir? Moment mal, das ist jetzt an mich adressiert und nicht an Pass auf. Aber ich hoffe, der checkt es nicht. Mit Lippenstiftabdruck sogar. Damit wäre alles geklärt, oder? Und danke nochmals, Held. Ich kehre nun in meine Träume zurück. Gib bitte Acht auf diese Welt. Gute Nacht. Ja, geschafft ist es schließlich noch nicht. Uns fehlt noch ein reines Herz. Aber dazu später mehr. Jetzt müssen wir die ganze Chose nämlich von rückwärts auch nochmal machen. Zurück zu Pass auf. Und so weiter und so fort. Hey, du da! Diese Lady ist aus meinen Träumen verschwunden. Ich kann es nicht mit ansehen. Wo ist sie nur hin? Sie fehlt mir tatsächlich. Schlimm genug, sie jammern zu hören. Ihr Entschwinden ist jedoch noch schlimmer. Ich habe doch sonst nichts. Selbst Leute mit dem Stock anzugehen wird langweilig. Ja, abgeht. Hier, nimm das. Ist das ihr Autogramm? Sieh sich einer nur diese Kringel in ihrer Handschrift an. Ich bin verwirrter als damals, als mir diese Dinger aus dem Topf gerollt sind. Klöße. Wo war ich? Genau, ich schulde dir etwas. Nimm dir, was du brauchst. Was? Du willst? Du weißt schon? Wer dir davon erzählt hat, passt jetzt besser auf. Ah, der alte Sophustus hat dich also gebeten, es für ihn zu besorgen. Macht irgendwie keinen Sinn. Wieso bittet er jemanden, es zu holen? Ja, das freut mich auch. Wie auch immer, nimm es, aber pass drauf auf. Du weißt schon, es ist eine DVD. Okay. Er ist mein Cousin. Er hat jede Menge dieser komischen Zauberer-Hobbys. Aber Melomina bedeutet mir mehr als alles andere. Komisch, das laut zu sagen. Grüße Fustus von mir und gib ihm eine mit dem Stock oder der Zeitung. Also offensichtlich wissen wir noch nicht, dass man momentan so in der aktuellen Generation einfach nur ins Internet gehen muss und dann schon... Der Held ist zurück. Hast du, weißt schon, vom Pass aufgeholt, hä? Ja.
Du warst erfolgreich. Das erfreut so Fustus ganz enorm. Es ist ein Sammlerstück. Ich befürchte schon, pass auf, hätte es verloren. Ah, ich bin so erleichtert. Gina Wild. Was gibt es? Du benötigst noch etwas vom großen Sophustus, ja? Mhm. Ah, natürlich. Du möchtest jetzt deine Übungseinheit. Natürlich erinnere ich mich. Hast du etwa kein Vertrauen? Nimm sie, Held. Sie würde sowieso nur meine Energien verschwenden. Das ist ja ein DS. Aber kein 3DS. Ich, Sophustus, habe sie einst selbst verwendet. Aber ich habe mir die neue und bessere Variante zugelegt. Okay, also er hat den 3DS. Wobei besser... Ja, doch. Daher brauche ich die hier nicht mehr. Oder er hat einen DS Lite, DS XL, DSi oder Oder warst du schon? Ich glaube ja. Überbringe sie mit den besten Grüßen von mir an, mein Liebling. Klar doch. Gleich ist es geschafft. Diese langweilige Sidequest ist endlich hinter uns. Habt ihr das Gerät für mich abgeholt? Ja. Das ist es, das ist es. Ja, jetzt kann ich endlich richtig trainieren. Schön. Was? Was ich damit trainieren kann? Na, mein Gehirn natürlich. Mein Körper ist schon durchtrainiert. Jetzt ist der Kopf dran. Das war wirklich sehr lieb. Vielen Dank. Hier ist eure Belohnung, wie versprochen. Kristallkugel. Bringt das bitte zu Merlee. Es kostet nichts, aber richtet ihr bitte aus, dass wir jetzt quitt sind. Passt auf euch auf. Ich sollte übrigens vielleicht noch dazu sagen, dass man diese Sidequest erst machen kann, wenn man 6 reine Herzen hat. Der Preis ist aber nicht schlecht. Gleich seht ihr es. Bringst du mir die Kugel her? Soll ich dir danken von Herzen sehr? Ja, nicht schlecht, ja. Wundervoll und gut gemacht. Ah, du hast es gewagt, du hast es vollbracht. Danke vielmals, danke sehr. Ich möchte dir danken, denn mein Glück kennt keine Schranken. Es gibt nur eine Sache dann, die ich dir geben kann. Ein Zauber für dich. Was meinst du? Sprich, verzaubern soll ich für dich? Dann komm geschwind und spring über den Tisch. Hab ich doch schon. Hm? Was ist nur mit dir los? Ist dein Kummer ach so groß? Ein Zauber von mir ist nicht genug? Kinder von heute, besser, Mann ist auf der Hut. Gut, ich bin ja nicht fies, darum gebe ich dir dies. Hausschlüssel öffnet eine Tür irgendwo auf dieser Welt. Dies Geschenk von einem Freund erhalten, gehört nun dir. Du darfst es behalten. Ich weiß nicht, was es kann, doch ist bestimmt etwas Gutes dran. Nutze es irgendwann, mach's gut, bis dann. Alles klar. So, dieser Schlüssel. Ich weiß nicht, ob in Flip oder in Flopstadt. Wir sind jetzt in Flopstadt, ne? Ich glaube, es war in Flipstadt. Oder? Oder doch in Flop? Ich glaube, ein Flop. Auf jeden Fall gibt es ein Haus. Und zwar dort, wo wir zum allerersten Mal Flopstadt gesehen haben. Wo wir etwas mit Filippo umgedreht haben. Da ist ein Schloss und das kann man knacken. Und dahinter befindet sich etwas, was ja, uns behilflich sein kann. Auf unserer Reise. Ich hoffe jetzt bloß, es stimmt und es ist in Flopstadt. Allerdings ist es nicht hier unten. Was mache ich für eine Scheiße, verdammt. Danke für den Abonnenten, der mir den Tipp gegeben hat. Einfach auf 1 drücken, das beschleunigt die Aufzüge. Das wusste ich nämlich noch gar nicht. Hilft uns jetzt aber sehr. Hey, bin ich jetzt ganz blöd oder was? Oh, entschuldigt, ich habe jetzt gerade voll den Blackout. Ich weiß nicht, wo ich bin. Und wo ich hin muss. Wo war das denn? Da gab es doch dann so ein komisches Loch. Ah, hier. Boah, ey.
Jetzt lass es bitte Flopstadt sein. Ja, okay, sieht gut aus. Hausschlüssel. Eine große Truhe. Und eine Kasse. Was ist denn das für ein komischer Raum hier? Seltsame Abstellkammer. Da drin ist... Dupidu. Ein optionales Pixel. Der Vogel trillert Chip. Der Hahn kräht Kikeriki. Der Frosch quakt. Und der Hund wuff. Autos und Bären brumm. Alles singt, weißt du? Leben bedeutet Musik zu machen. Meine Worte, kann das... War das nicht sehr poetisch? Und du bist... Ich bin Piccolo. Ja, du hast dich aber ganz schön verändert seit Dragon Ball. Deine Schritte klangen wie Musik für mich. Stapf, stapf. Und von vorn. Aber das allein macht euch nicht aus. Nein, keineswegs, nein. Ich zeige euch, warum. Das melodiöse Pixel Piccolo hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Willst du Piccolo? Er tönt je nach Charakter andere Musik. Aber er hat auch noch andere Kräfte. Mit mir hörst du Musik, die deinem Charakter entspricht. Piccolo, Colo. Ich werde das Lied deiner Seele finden und für dich spielen. Alles klar. Ja, man kann mit dem einen bestimmten Block entfernen oder so. Aber dafür haben wir jetzt gar keine Zeit mehr, weil der Part ist eh schon übelst lange. Und wir wollen jetzt... Ja. Wir wollen jetzt... die nächste Herzsäule finden. Und somit Kapitel 7 freischalten, wo wir ja schon mal waren, wenn Dementio tatsächlich recht behält. Sagt er ja, indem er uns umbringt, hilft er uns. Und bis jetzt stimmt das tatsächlich. Das bedeutet, wir würden wieder in die Hölle kommen. Bis jetzt haben wir in der Hölle ja nur das reine Herz von Kapitel 6 restaurieren lassen, aber noch nicht das 7. mitgenommen, das ja auch noch dort sein muss. Ja, wie kommen wir an die Herzsäule ran? Also es muss theoretisch irgendwas mit Luigi zu tun haben, weil der ist seitdem neu. Aber ich komme gerade nicht darauf, was es sein könnte. Oh nein, jetzt sag nicht, ich bin alles umsonst ge... Musik, damit ich fröhlicher werde. Das ging jetzt irgendwie schief. Weil meine KP schon wieder niedrig waren. Übrigens wird uns dieses Pixel auch in Kapitel 7 bei einem bestimmten Kampf helfen können. Ja, tolle Musik, ne? Oh! Die Sprünge hören sich jetzt sogar anders an. Lol. Okay. Und wenn ich so springe, hört sich's an wie in den alten Mario-Spielen. Oh, hier brauche ich kurz... Nee, brauche ich nicht. Das ist falsch. Ah, jetzt weiß ich auch, welche Herzsäule. Ich weiß nur noch nicht, was es mit Luigi zu tun hat. Aber da unten, da ist noch eine. Naja, wenigstens habt ihr mal wieder einen langen Part. Nachdem es zuletzt ja... hin und wieder mal kürzere gab. Ja, mit Luigi kommt man hier drüber. Stimmt. Und zwar nur mit Luigi. Das macht Sinn. Und da ist das 6. reine Herz in der 6. Herzsäule. Oder die 7. Ja. Die 7. 7. reines Herz. 7. Herzsäule. 7. Kapitel, aber für reines Herz Nummer 8. Und diese lila. Das 7. Nur noch ein weiteres reines Herz. Wir müssen schnell sein. Wir müssen Blumire aufhalten. Hm? Was habe ich gerade? Blumire? Moment, wer ist das? Was rede ich? Das frage ich mich aber auch. Okay, also so langsam ist es ein offenes Geheimnis. Ich wage es aber nicht auszusprechen. Wisst ihr was?
Wir werden Kapitel 7.1 in diesem Part noch abschließen. Lol, oder? Ist aber tatsächlich so. Luigi, was hast du für eine Musik? Klingt irgendwie nach Fail. Dimensios brutaler Angriff hatte Mario und seine Freunde getrennt. Luigi hatte er zum Glück wiedergefunden, aber keine Spur von Peach und Bowser. Wo waren sie nur und welche neuen Gefahren würden auf sie lauern? Es war an der Zeit, durch die siebte vom reinen Herzen geöffnete Tür zu gehen. Und wieder erblickte Mario einen Albtraum von einer Landschaft vor sich. Kapitel 7.1. Unterirdische Erholung. Dimensio behält recht. Er hat uns tatsächlich geholfen. Aber warum? Hier ist es so dunkel. Ich frage mich, welche Art von Welt dies hier ist. Huch, was zum... Hey, das ist unten drunten. Von hier kommen wir doch. Woher wollen die das wissen? Ach so, nee, das hat Luigi gesagt. Oh, sorry. Oh, das ist also der Ort, von dem du mir erzählt hast? Ja, so voll krass, ey. Ich frage mich, warum uns das reine Herz hierher geführt hat. Ja, ich auch. Um diesen extrem langen Part ein wenig abzukürzen, sehen wir uns gleich bei Königin Mortimi wieder, denn bis dahin wird nichts geschehen. Willkommen in... Moment, wieso bist du zurückgekehrt? Ihr seid Königin Mortimi? Mein Name ist Tippi. Mario und ich sind befreundet. Wir sind gekommen, um das in dieser Welt versteckte reine Herz zu finden. Eigentlich hätte sie an dieser Stelle Luigi sagen müssen. Wie bitte? Ihr sammelt reine Herzen? Wenn ich so darüber nachdenke, vielleicht seid ihr sogar die Helden, die im Prognostikon erwähnt werden. Aber seid ihr wirklich die Legendären? Bedeutet das, dass ihr ein reines Herz für uns habt, Königin Mortimi? Der Aufenthaltsort des reinen Herzens unterliegt strengster Geheimhaltung. Es tut mir leid, aber ich kann euch leider nicht sagen, an welchem Ort es ist. Vielleicht kann euch aber Opapi im oben droben weiterhelfen. Mutter! Meine Sachen sind gepackt. Ich bin bereit für die Rückreise nach oben droben. Oh, du bist zurück? Wurde dein Spiel diesmal wahrhaftig beendet? Da fällt mir ein, könntet ihr Helden Libidi nicht nach oben droben mitnehmen, hä? Sie zurückbringen? Wieso benötigt ihr da unsere Hilfe, Hoheit? Ein Monster befand sich einst hier unten in Gefangenschaft. Aber ein Erdbeben hat es vor kurzem befreit. Diese neu gewonnene Freiheit nutzt es aus und macht unser Hoheitsgebiet unsicher. Ich kann meine Tochter doch nicht allein gehen lassen, solange dieses Monster alle Gebiete meines Reiches unsicher macht. Begleitet ihr sie, öffne ich euch gerne den Weg nach oben droben. Ich werde Opapi ausrichten lassen, dass ihr kommt. Ihr könnt ihm dann Fragen zum reinen Herzen stellen. Was denkt ihr? Ich würde sagen, das ist eine gerechte Übereinkunft. Ja, okay. Ich danke euch. Dieses Monster macht uns ganz schön zu schaffen. Die Demons und ich haben alle Hände voll zu tun, den Ärger in Grenzen zu halten. Geht einfach durch diese Tür und dann immer nach oben, um oben droben zu erreichen. Und achtet darauf, dass Libidi sicher bei Opapi ankommt. Aber schließt eure Augen beim Aufstieg, sonst erliegt ihr noch meinem Liebreiz. Bitte, er ist nicht so oberflächlich. Wer bist du denn? Das Fräulein mit der scharfen Zunge? Etwa eifersüchtig? Schmachtet das kleine Fräuleinchen den bärtigen Herren vielleicht hinterher? Und wen schmachtet sie wohl mehr an? Den roten Herren? Oder vielleicht den grünen? Wie bitte? Werden die Bäckchen des Fräuleins etwa rot? Eine Liebe, heiß wie 1000 Sonnen, brennt tief im Inneren des Herzens dieses Fräuleins. Da gibt es keinen Zweifel. Nun, wie auch immer. Schön in Bewegung bleiben. Boah, ey. Das kann Zickenkrieg geben.
in den folgenden Parts von Super Paper Mario. Ich weiß, das war jetzt vielleicht ein bisschen lame und so, aber es musste sein. Tut mir sehr leid. Falls es euch dennoch gefallen hat, Däumchen nach oben, wenn nicht, Däumchen nach unten. Und dann sehen wir uns bald wieder bei Super Paper Mario. Ciao.